Herzlich willkommen zur Präsentation des Invoice Readers der Firma Develop in Kombination mit Sage ERP B7. Anhand eines vorbereiteten Beispiels möchte ich Ihnen zeigen, was wir unter dem Invoice Reader verstehen und wie er in der Praxis zum Einsatz kommt. Wir haben vom Lieferanten Technocolor eine Produktlieferung erhalten, der zugehörige Wareneingang wurde auch bereits verbucht und uns liegt nun die entsprechende Rechnung in physischer Form oder als PDF-Dokument vor. Hier sehen Sie die Rechnung des Lieferanten im PDF-Format. Der Invoice Reader dient nun zur Vorerfassung der Rechnung durch einen Scan-Vorgang und der elektronischen Aufbereitung und Bereitstellung der gelesenen Daten für Sage ERP B7. Der D-Capture Batch Manager erlaubt mir nun mit einem bereits vorhandenen Stapel weiterzuarbeiten. Oder ich eröffne einen neuen Stapel, was ich in dieser Präsentation auch mache. Den Dokumententyp stelle ich auf Eingangsrechnung. Sollten Sie mit mehreren Mandanten arbeiten, so kann dies auch entsprechend ausgewählt werden. Mit einem Doppelklick öffne ich den neu erstellten Stapel. Über den Button Scannen werden die Dokumente nun nacheinander in den Scanner eingezogen und gelesen. Ich verwende die Funktion Dateiimport, da mir die Rechnung im PDF-Format vorliegt. Das Ergebnis des Scannens bzw. des Dateiimports sehen wir im linken Bereich des Bildschirms. Es können natürlich Veränderungen wie zum Beispiel Drehen oder Verschieben hinsichtlich der Struktur mittels Drag-and-Drop vorgenommen werden. Die Arbeit kann auch durch den Button Stapel aussetzen unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt weitergeführt werden. Durch das Abschließen des Stapels erfolgt nun die OCR-Erkennung und mittels des Indexers ein Datenabgleich. Sehe ich mir das Dokument durch einen Doppelklick auf den Stapel an, so erkenne ich, welche Felder auf dem Dokument erkannt wurden, hier in grün gekennzeichnet. In gelb gehalten sind die Felder, die sich der Invoice Reader zwar erwartet hat, jedoch nicht gefunden wurden, wie zum Beispiel die Internetadresse des Lieferanten. Natürlich wird das Dokument auch nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz § 14 hinsichtlich der notwendigen Felder geprüft, welches am Reiter Vorprüfung hinterlegt wird. Gelesene Felder sind im rechten Bereich editierbar, da ja zum Beispiel durch Verschmutzungen auf den Formularen die Lesbarkeit nicht gewährleistet werden kann. Hat ein Wareneingang zu einem Dokument noch nicht stattgefunden, so lässt sich der Status des Dokuments auf Warten auf dem Wareneingang setzen. Auch ein Durchgriff auf die Sage ERP B7 Daten ist vorhanden, so sieht man die entsprechenden Bestellungen als auch die Lieferliste, welche dem Wareneingang entspricht, die ja infolge von Teillieferungen von der Bestellung abweichen kann. Am Reiter Positionsdaten erkennen wir, welche Positionsdaten an B7 übergeben werden. Die erste Spalte OK dient dazu, sofort Abweichungen der Daten aus dem ERP-System im Vergleich zu den Rechnungsdaten zu sehen. Nach erfolgreicher Prüfung, sprich Validierung des Dokuments, schließen wir den Stapel ab. Die nun folgenden Schritte zeige ich zum allgemeinen Verständnis manuell. In der Praxis läuft dies im Hintergrund der ERP-Applikation. Auf Basis der erfolgreichen Validierung der Rechnung und Abschluss des Stapels stellt das System eine CSV-Datei mit den Kopf- und Detaildaten der eingelesenen Rechnung in einem definierten Verzeichnis am Server bereit. Diese Datei sieht folgendermaßen aus. Hier lassen sich die eingelesenen Kopfdaten als auch Positionsdaten erkennen. Nun wird die erstellte CSV-Datei über ein Connector-Profil eingelesen. Danach läuft automatisch die Rechnungseingangsverarbeitung in Sage ERP B7. Je nach Einstellung der Parameter garantieren wir eine Erfassung des Rechnungseingangs bis hin zur Abstellung der Stapelbuchungen für die automatische Übergabe an die Finanzbuchhaltung. Wenn ich den Rechnungseingang aufrufe, sehen wir, dass in meinem Fall der Rechnungseingang automatisch erfasst und verbucht wurde. Die Kontrolle und Übersicht der übernommenen Rechnungen ist jederzeit über unseren EDI-Monitor nachvollziehbar und der Status einer erfolgreichen Transaktion erkennbar. Ich hoffe, die Präsentation hat Ihnen gefallen. Sollten noch Fragen auftauchen, bitte ich Sie, sich an Ihren Ansprechpartner der Firma Sage zu wenden. Besten Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.